weiter, meine Freunde. Einen wunderschönen vierten Advent. Morgen ist Weihnachten. Ich hoffe, ihr werdet alle schön beschenkt. Eine schöne Bescherung wünsche ich schon mal allen. Ne? Und hoffe, ihr geht alle zu euren Familien und werdet Spaß haben. Mhm, lecker, lecker. Fortified brauchen wir nur eine. Aber Arcane haben wir keinen. Gargoyles. Will ich den Tempest behalten? Der Tempest ist schon gut. Aber der Madman ist auch nicht schlecht. Sorcerer, Loan und Overwork. Sorcerer ist natürlich mit den beiden insane. Dann will ich den Tempest nicht. Und behalte die. Ja. Hi. Und wir gehen für Sky Queen Start. Sky Queen Start mit den Peewees vorne. Können wir nämlich perfekt auf 4 Worker gehen und öffnen dann vorne trotzdem den Peewee. Und die Frage ist, ob der Peewee so lange hält, ne? Der hat 310 Leben. Und der Sky Queen Start ist natürlich auch genervt worden. Teams, Players, Rocks. Und wir gehen die schnell. Das ist okay. Schicken auf Boss. Boss ist ein Bonecrusher. Und auf mich schickt Rot. Rot ist der Graal. Und Graal will wahrscheinlich für eine Hydra gehen. Weil Hydra normaler Atlantean mit 2 Polyroxy Dragon Turtle auf 2 hält, muss ich es auf 3 versuchen. Es ist irgendwie interessant, weil wenn ich die Animation von der Sky Queen angucke, sieht es für mich so aus, als würde sie nach dem ersten Attack den zweiten schneller machen. Und den dritten, also den dritten wieder langsamer. Versteht, was ich meine? So, der Peewee ist ja einfach nur zum Pullen. Deswegen möglichst weit weg von der Sky Queen. Und dann gegen drei setzen wir Gargoyles hier vorne noch. 2 Stück. Dann müssten wir fein sein. Und dann schauen wir mal, ob wir Looter und Peewee. Wir schicken die Brood. Und er hat keine Worker, das heißt, ich kann jetzt noch einen fünften gehen. Oder schickt Dragon Turtle und Snail. Ich will das Income. Gargoyle und den Peewee boosten wir. Ich hoffe natürlich, dass jetzt durch den. Dadurch, dass ich die Snail läuft ja noch weiter vorne als der Frosch, als der Frog von der Wave, als die Hopper, ne? Die Dinger hier. Und ich hoffe, dass der den Looter früher pullt, sodass der Fokus von dem verkackt ist. Jetzt laufen die los. Und der Looter wird fokussiert. Das ist gut. Und schauen wir mal, ob wir sein Eck kaputt kriegen. Wir haben nicht gesendet bekommen. Und ich habe die Sky Queen verkackt. Och nee. Sieht ganz so aus, als würde er halten. Schade. Dann schicke ich jetzt nochmal totes Income rein. Ja, mit einer Brute hätte das auch nichts gebracht. Dann gehen wir jetzt den Green Devil. Oder einen Veteran und boosten den. 1410 Leben. Ne, gehen den Veteran und boosten den. Und er saved immer noch. Saved auf 5.
Dann schaffe ich ja jetzt den Mudman. Dann kann mir das ja ziemlich egal sein. Macht natürlich ziemlich sein Income damit kaputt, aber hey. Nicht mein Problem. Hat Peewees. Da möchte ich eigentlich nicht auf 7 saven, sondern auf 6. Dann hätte ich die letzte Snail nicht schicken dürfen. Dann hätte ich jetzt schon 40 Medium gehabt. Na egal. Also sonst hätte ich den Mudman nicht geschafft. Nee, doch, den Mudman hätte ich auch so geschafft. Schade. Gehen wir hier den Mudman? Oder haben wir... Wir haben keinen Reroll, ne? Dann kann ich den Mudman auch hier vorsetzen. Weil der soll ja gefokust werden. Und er könnte natürlich auf 6 gehen. Ich denke mal, er wird auch auf 6 gehen. Ich gehe trotzdem Harden. Ne, ich gehe nicht Harden. Ja, ne, 60. Brauche ich nicht Harden gehen. Ich gehe dann trotzdem gleich den zweiten Mudman auf der rechten Seite. Und der Veteran wird sogar gefokust. Interessant. Ich gehe in Worker, Jungs. Ich gehe Worker. Die Worker sind nötig. Und er liegt 34. Ist okay. Ist nicht schlimm. Er war auch schlecht auf der 5. Kann man verkraften. Und auf 6 wollen wir die Brood checken. Schaffe ich jetzt trotzdem noch die... Oh, er schickt einen Drachen. Schickt einen Drachen? Achso, ja, gegen Bombenschuss macht das Sinn. Nice. Krasses Medium generieren hat er da, ne? Und ich schaffe trotzdem noch einen Mudman. Lecker. Splitten wir. Und einen von denen haben wir jetzt. Den hier haben wir. Weil links ist der Veteran und der Gargoyle, das heißt, die halten noch länger durch. Auf 7. Dann ist der Mudman schwächer, aber die linke Seite ist generell stärker wegen Veteran und Gargoyle. Kein Cent. Ach, ich schicke ja auf den. Ich schicke gar nicht auf die Hydro. Ich schicke auf... Oh mein Gott, bin ich dumm. Ich schicke auf Boss. Egal. Gehen wir noch einen 7. Worker. Vielleicht sogar noch einen 8. Gut, der liegt den Drachen, glaube ich, ne? Die Hydralings machen mehr Schaden? Ne, machen weniger Schaden als der Grawl. Alter, dauert das lang. Wir haben auf jeden Fall den anderen und gehen dann den geboosteten Veteran. Der liegt nicht, schade. 120, so, den hardenen wir und da boosten wir. Dann haben wir 100 Gold übrig. Und gegen 8 könnten wir nochmal eine Harpien, nochmal zwei Harpien gehen. Ja. Zwei Harpien und hier noch ein Peewee und den Boosten war. Dann stecken wir auf 8 nochmal, auf den auf 18 beide nicht so gut. Ich meine, das hilft immer noch. Das hilft jetzt auf 9. Oder es hilft jetzt auf 8. Kann natürlich auch machen. Und auf 8 möchte ich eigentlich Dinos schicken. Ja, fürs Income. Und der ist anderweitig gegangen. Der will mich liegen. Der will mich liegen. Ich könnte jetzt eine Sky Queen gehen. Aber die ist halt auf 9 schlecht. Oder ich gehe einen Veteran, der ist halt auf 9 auch schlecht. Auf jeden Fall boosten wir den hier, den Hardenen, Hardenen wir wieder. Und dann haben wir 155, ja komm, wir gehen die Sky Queen. Pierce Damage.
deutlich undervalue. Komm, hier wir noch boosten. Jetzt ist die Seite natürlich super stark und die richtig schwach, das heißt, die Skyquin wird weggefokust werden. Noch ein Lizard dazu, PS Damage. 160, das geht eigentlich. Für den Split ist das komplett in Ordnung. Habe ich hier auf der rechten Seite 80 und auf der linken Seite 80. Jetzt seht ihr gleich, was passiert. Die Skyquins werden angegriffen. Aber das macht nichts. Kann man auf 9 Walker gehen. Weil die Skyquins hier haben krasse Pierce Damage. Und die liegen. Oder meiner liegt. Seiner nicht. Gehe ich noch einen 10. Walker. Muss ja lohnen. Vor allem die Veterans machen gar nicht mal so viel Schaden, deswegen brauchen die jetzt nochmal richtig lange. Und dann können wir auf 11 schicken. Oder 10. 10 wäre auch nicht schlecht. Ne? 10 or 11. Liegt da die beiden noch? Der liegt die durch. Haben wir Supply? Nee. Ich gehe aber schon mal Supply, weil wir danach nach Wave 10 bekommen wir Loan. Und dann möchte ich die Möglichkeit haben, Worker zu gehen. Gegen 9. Noch ein Mudman, wäre ein bisschen übertrieben. Aber ich könnte einen Green Devil gehen. Ich gehe einen Green Devil. Bin dann auch auf Value. Und gegen 10 noch eine Harpie. Noch eine HP ist die Frage. Ne, ich spare das Gold und gehe dann gleich die Disciple auf 10. Obwohl, die schaffe ich auch so. 11. 160, aua. Gut, dass wir gehardent haben. 160er Recent. Aber die Wave so lange ging. Ich glaube, ich hätte noch einen Mudman setzen müssen. Ah, der Green Devil war auch eine gute Idee. Der tankt auch gut. Jetzt mal gucken, ob die zwei Sky Queens hier noch was reißen. Die haben natürlich gutes Attack Speed. Oh, er liegt 34. Ist er Walker gegangen? Ja. Ah, die Safety Move wird leider nicht gefokust. Ich krieg da nur noch einen. So, gegen die nächste Wave sind wir gut. Da gehe ich nochmal 2 Worker. Wenn ich die Disciple dann nicht schaffe, dann gehe ich halt lieber noch eine Sky Queen. Jetzt kriegen die natürlich ordentlich Gold, ne? Das war kein schlechter Cent von dem. Ah, mir fehlen 4 Gold für die Disciple. Dann gehen wir halt noch eine Sky Queen und boosten den Veteran. Sind natürlich jetzt undervalue, muss ich glaube ich nochmal harden gehen. Ja, ich muss nochmal harden gehen. Wir können da nach 10 könnte ich loan gehen. Oder Overwork. Bei 12 Workern lohnt sich Overwork, glaube ich schon, ne? Komm, das Gute ist, der kriegt jetzt die Green Devil Stacks drauf und der Veteran ist geboostet, das heißt, der macht richtig viel Schaden und die Sky Queen macht auch richtig viel Schaden. Nächstes wird dann der Veteran gefokust, sehr schön. Und ich schaffe einen Ghost Knight. Leider nicht vor dem Income, ne? Overwork! So, und den verkaufen wir jetzt. Und dann geben wir dafür einen Golem. Dann schaffe ich den Ghost Knight. Und dann sind wir natürlich jetzt ziemlich undervalue. Aber 40 resendet, ne? Aber wenn er auch Overwork geht, dann sollte ich nochmal harden gehen. Von auf 12 bin ich gut.
Immer abwechselnd harden gehen, einfach immer weiter harden. Mach das Sale dazu. 180er Reset, gut, dass ich den Golem gehardent habe. Und da sind Priestresses. Die sind natürlich ziemlich gut gegen den Ghost Knight. Mit dem Spell Damage. Aber der kriegt ziemlich viel von der Frontline raus. Dann gehen wir jetzt nochmal Worker, weil einer von denen wird definitiv liegen. Und bei mir sieht es nämlich auch krass aus, als würde ich liegen. Ordentlich Worker prellen. Ja, meiner liegt. Und ich lieg auch. Oder? Das Attack Speed ist gut. Alle lieben noch drei. Mein Troop liegt schon mal. Und meiner liegt einen. Und wir liegen zusammen mehr. Schade. Ich glaube, das ist schon GG, weil der Ocean Templar hält das noch. Die bekommen jetzt nochmal richtig viel Kohle durch uns. Ich wäre dann für 13. So, jetzt haben wir 225 Gold. Was machen wir damit? Können noch eine Sky Queen gehen. Den haben wir noch mal. Und dann gehen wir noch eine Sky Queen. Und Piri? Nee, wir jetzt kein Piri. Wir boosten den Veteran. Die sind wahrscheinlich auch overgegangen und resenden jetzt. Und das werden wir nicht halten, ne? Meiner hat Overwork und resendet. Er hätte eine Safety Mode schicken müssen statt einen Pack Leader. Weil die Sky Queens rasieren die natürlich ziemlich weg. Wobei die auch wiederum ziemlich weg rasiert werden. Genau, noch den Pack Leader zuletzt. Dann kriegt ihr möglichst viel Schaden. Das ist sehr schlau. Und jetzt den Pack Leader angreifen, damit die Mantis es euch auseinandernehmen. Wunderbar. Safety Mole Hermit. Ein Eck mit zwei Stacks. Und jetzt haben wir 432 Gold. Wir brauchen was gegen 14 und gegen 13. Lord of Death eigentlich eher weniger. Ich will trotzdem Lord of Death haben. Lord of Death und hier noch ein Veteran. Noch ein Worker und Drache dazu und ist nett. Let's go. Der Magic Damage kommt glaube ich gut rein. Solange die Safety Wall nicht random gefokust wird, ist das alles gut. Und jetzt schön auf die Priestess draufkloppen, Jungs. Nein, die Safety... Ah, das ist dann wieder der Random Focus auf der Safety Mode. Sehr schön. Er bekommt das Eck von ihm. Sehr gut. Und ich liege 17%. Ein Golem. Die sind nicht so gut auf 14. Könnten eigentlich resenden. So, Safety Mole. Komm, Safety Mole. Bam. Und ein Hermit will ich eigentlich auch noch schaffen. Und ich brauche 600 Gold mindestens.
Ja, die 600 Gold haben wir. Lecker Schmecker. Dann gehen wir in den Hades. Und der Veteran ist kacke platziert. Ich liebe es. Disciple? Ne, keine Disciple, die kann ich mir gerade nicht leisten. Boosten die Veterans. Harden die Golems. Einen. Und wir gehen noch Gargoyles. Und zwar hier hinten. Und noch ein Baby. Der Hermit. Und die sind noch 14. Das ist gut, weil ich habe den Hades. Und er hat einen Azeria gesetzt. Das ist natürlich gegen 14 nicht so schlau. Aber der White Mist ist ziemlich krass. Na, die Backline macht schon viel Schaden. Und die muss Supply gehen. Ah, die halten das. Schade. Ah, wir haben ein gutes Income. Und die saven ja schon ziemlich lange. Schafft es der Hermit, einen Dark Mage umzubringen? Ja. Schafft er. Und dann jetzt auf. Tja, jetzt bin ich überfragt, auf welche Wave wir gehen sollten. Starcaller ist nicht dran. 335. Starcaller. Sehr schön. Hades mit dem Starcaller. Und wir hardenen wieder. Ja. 16. Wenn wir jetzt nicht verlieren. Wobei SS mit Azeria und Priestess ist er ziemlich gut auf der Wave. 560 und 660. Zwei Oger. Läuft bei euch. Das ist eine Menge. Ich liege. Und zwar nicht zu wenig. Mein Hades wird gefokust. Hat zwar noch einen Imp rausbekommen. Ich liege den King. Und er liegt auch mehr als den King. Na, ich liege auch mehr als den King. Das ist GG. GG. Schade. Tja. So gewonnen, so zerronnen. Und jetzt haben die einen viel zu großen Vorteil. Ja, selbst wenn das nicht GG wäre. Aber es ist GG. Gut. Dann wünsche ich euch allen trotzdem noch viel Spaß in der Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal.